Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von einem Bauvideo. Wie ihr seht, ist das Schwimmbad. Dürfte Teil 3 sein. Ich schaue nochmal kurz. Ja, genau, Teil 3. Es ist noch nicht ganz fertig. Heute ist auch meine Kleine nicht da. Das ist im Kindergarten. Ich nehme das nämlich vormittags auf. Wollte euch kurz mal unser Stand bis jetzt zeigen. Hier ist natürlich die Kasse. Ich kann es leider nicht mehr ändern, weil es jetzt ein Wohngrundstück ist. Dann müsste ich erst die Familie, was schon drauf ist, rausschmeißen. Denn da wollte ich eigentlich mal mit meiner Kleine einen Indoor-Spielplatz hinbauen. Haben die Familie schon, also mit vielen Kindern, quasi da wohnen lassen. Und ja, ist auf jeden Fall jetzt ein Wohngrundstück. Deswegen kann ich, glaube ich, jetzt keine Kasse raussuchen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ich mich irre. Dann versuche ich natürlich, das nochmal zu ändern. Ja, hier ist so die Tür. Hier ist so eine kleine Lounge. Ja, wo man sich ein bisschen hinsetzen kann. In der Bar. Kommt auch ins Schwimmbad rein. Die Wände fehlen. Das wird wahrscheinlich in Teil 4 und alles dann so sein. Da versuche ich natürlich auch dann mit meiner Kleinen wieder ein Video zu machen, damit sie auch ein bisschen mitbestimmen kann, die Wände und das Babybecken, weil das wollte sie auf jeden Fall machen, das habe ich noch nicht gemacht. Da ist auf jeden Fall sie wieder mit dabei. Hier sind die Umkleiden, da ist ja nicht viel drin. Eine Bank, wie ihr hier seht, ein Spiegel vielleicht noch, die wollte ich schon noch hier hin machen mit ein paar. Mal ein bisschen leiser. Ja, ein paar Spiegel auf jeden Fall. Haben wir eigentlich sowas wie ein Spiegel? Groß. Okay, sowas habe ich in der Art gedacht, aber okay, das sieht auch ein bisschen cool aus. Doch, das gefällt mir irgendwie, der ist ein bisschen blöschig. Kann man den auf verschiedene Farben? Naja. Gut, okay. Also wir machen jetzt einmal hier weiter. Der Boden ist fast überall gleich. Nur ein bisschen verschiedene Farben, dass wir das ein bisschen einheitlich haben. Hier sind Toiletten. Das ist halt jetzt eine allgemeine Toilette. Das ist einfach vom Platz her ein bisschen anders da. Hier findet man die Duschen. Ja, und für ein paar Leute, das ist auch eine allgemeine Dusche. Aber wir sehen das ja nicht so eng. Hier gibt es ja, alle Menschen lieben sich einfach fertig. Braucht man sich nicht schämen und so, aber falls doch, haben wir hier ein paar Duschkabinen, hier ein paar freien Duschen. So, dann kommt man hier rein. Hier für die Käsefüß. So, dann haben wir hier ein bisschen Grünzeug. Ich weiß noch nicht, ob wir das genauso lassen jetzt mit dem Grünzeug oder ob wir das noch ein bisschen mehr Pflanzen reinmachen. Das hier war meine Kleine, die hat da ja ein paar schöne Dinge rausgesucht, dass es ja auch im Becken nicht langweilig wird. Sprungturm und so fehlt ja auch noch alles. Das wird aber auch noch, denke ich mal, kommen. Ich weiß noch nicht. Ne, mal gucken, das soll dann meine Kleine einfach entscheiden. Oder auch ihr in die Kommentare gerne reinschreiben. Dann wissen wir Bescheid. Ja, hier ein paar Sitzmöglichkeiten. Eine Dusche, wenn man sich mal abduschen will. Dann haben wir hier den Essbereich. Was Kleines zum Snacken. Hier sind Liegen, das soll so ein bisschen Strand sein. Wenn man genau auch hinguckt, habe ich ein bisschen mit Cheats gearbeitet. Seht ihr hier am Flackern? Und hier, das steht ein bisschen in der Luft. Da habe ich dieses Move-Objekt genommen, weil es geht hier ein bisschen bergab. So, dann hier sollte so eine Landschaft sein. Ach genau, das wollte ich auch noch machen. Ich wollte nämlich den Bambus hier an die Seite einpflanzen. Das muss ich, darf ich nicht vergessen, in der nächsten Folge machen. Soll hier so ein Himmel sein, dass man so ein bisschen so denkt, das ist das Meer. Dann geht's hier hoch. Hier soll dann das Babybecken und Kinderbecken sein. Das ist nämlich ein Brunnen. Da können wir nämlich noch Gegenstände reinstellen. Das ist nämlich sehr gut. Hier oben noch eine kleine
Pool. Wieder Sitzmöglichkeiten, Pflanzen, noch ein kleiner Pool. Vielleicht mache ich hier oben auch so wie so ein Brunnen noch hin, dass wir zwei Babybecken haben. Also ein Babybecken und ein großes Becken. Ja, ein bisschen dekoriert. Da wollte ich noch ein paar Lampen hinmachen. Und hier geht's runter und hier geht's in diese Grotte, nennen wir es mal. Das ist noch nicht ganz fertig, die Wand fehlt auch noch. Aber hier ist so ein kleiner Becken, ein kleines Becken. Ja, viel so aus Stein und soll halt so Grotte ähnlich sein. Würde ich mal sagen. Okay, dann haben wir hier ja noch das Glasdach und die Dächer. Und ja, das würde ich erstmal sagen, das war es erstmal für das Video heute. Und nächste Folge macht meine Kleine auf jeden Fall wieder mit. Dann werden wir auf jeden Fall hier das Babybecken noch machen, die Wände fertig machen. Ja. Sonst steht eigentlich fast nichts mehr an. Genau, Beleuchtung noch. Beleuchtung. Darf ich nicht vergessen. Und Pooldekoration. Ja, jetzt noch ganz kurz ausprobieren. Ah, okay, genau. Da kann ich das nämlich. Kann ich das separat für alle Pools dann machen. Weil das sieht dann ein bisschen schöner aus. Ja, schwarz sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ja, na gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, dass die Leute nicht abrutschen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns einfach dann entweder im nächsten Freitag beim Bauvideo oder einem anderen Video von mir. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Und bis zum nächsten Mal.